dann speichern wir nochmal. Ich bin am Arsch der Welt. Aber ich glaube, ich habe hier gut alles aufgeräumt. Ah. Willkommen zurück. Ich habe schon gefragt, was ihr so Schönes macht. Okay, das sieht ja ganz anders aus hier. An irgendwelchen Ruinen. Haben wir wirklich nur Kohle, wa? Kaum Gegenstände. Was? Der lebt noch? Zwei Wege. Ich gönn mir mal was. Gott. No, so was. Senor. Was ist das da? Dieser Ort macht mich noch wahnsinnig. Gehen wir endlich weiter. Sample Retake? Keine Ahnung. Machen wir. Gucken, ob der Partie gemacht hat, genau. Also, Sound kann ich da nicht einstellen, nur die Auflösung anscheinend. Na gut. Müssen wir mal ein bisschen beobachten, wie der Sound jetzt ist. Der Overkill. Äußere Festung. Na, gehen wir noch hin. So eine Kiste sein. Wo hat der denn gerade hingeschmissen? Aus der Welt, ey. Haben wir alles? Hopp schon. Ihr seid zurück. Kanzlei, was euch helfen? Was? 1000? Krass. Ich muss überlegen, ob ich den noch behalte. Nö, war. Hau mal weg. Konzentrierter Heiltrank. Ach, guck mal an. Ring der Stärke. Mehr Schaden. Gucken wir erstmal, wie weit wir noch kommen. Mit den 10 Heiltränken. Feuer drinnen stehen ist keine gute Idee. Mann, ja, der direkt vor mir gemacht hat, ey. Also eigentlich, theoretisch müssten noch die besten Waffen die scharfen Waffen sein, oder? Weil ich glaube, das sind auch die einzigen Waffen, die man nicht bei Händlern kaufen kann. Oder irre ich mich? Zwei Hände. 10 bis 24. Na, so was bräuchten wir. Zweihänder des Blitzinfernus oder sowas. Das wäre doch mal was. Sehr gut. Hat der 2 Crits abgekriegt und der lebt noch? Ewig nicht wirft, ey. Und dann wirft er direkt vor meiner Fresse, ey. Also das mit dem Sound, das regt mich schon ein bisschen auf, ne? Aber auch halt nur bei den Echsenviechern. Bei keinem anderen Gegner war das bisher. Der Sound so rumknackt. Ihr seid zurück. Kannst... ...188. ...25 nehme ich mit. Schon wieder vor allem. Treffen! Treffen! Denn bekommen? Ring des Schutzes 4. Hm. Immer erstmal. Aber Ring der Stärke war, glaube ich, besser. Es gibt Ring der Stärke, Intelligenz, Geschick und Konstitution. Ne? Also Ring der Weisheit oder Ring des Charismas gibt es zum Beispiel gar nicht. Ne? Dann sollte man vielleicht auf Charisma oder sowas gehen. Oder auf Weisheit. Nee, wahrscheinlich auf Charisma. Da hätte ich jetzt 3 Punkte auf Charisma und würde schon minus 15% auf Handeln haben, beziehungsweise plus 15% auf Verkaufen. Wäre, glaube ich, besser investiert gewesen. Stärke. Ach So, okay. Also Stärke macht plus 5 Schaden, beziehungsweise Treffer. Plus, warte mal, Gesundheit 100, 210. Nochmal gucken. Also 50, 90 und 210 Gesundheit. Aber was heißt Treffer? Ja, allgemeine Trefferchance oder was? Also der Schaden geht ein bisschen hoch. Für 3 Stärke geht der Schaden ein bisschen hoch. Also lohnt sich eigentlich gar nicht. Konstitution, Geschick ist Rüstung, Intelligenz ist Max-Energie. Oder man macht alles in Stärke, aber dann kriegst du auch noch ein paar Schadenspunkte mehr. Also von der Ringe her lohnt sich eigentlich nur Rüstung, mehr oder weniger. Würde ich jetzt mal behaupten. Und das nächste Mal, wenn wir leveln, werden wir auf Charisma gehen, glaube ich. Hätte ich mal vorher machen sollen. Ja, ich wusste halt nicht, welche Ringe man bekommen kann und welche nicht, ne? Also jetzt, da ich ja weiß, dass man keine Weisheits- oder Charisma-Ringe finden kann, kann man ja dann ruhig in Charisma buddern. Damit die Sachen halt einfach günstiger sind oder man einfach viel mehr Kohle hat. Kann man sich auch alles leisten. Also wir sind jetzt in so einer Art Gefängnis hier. Deswegen machen die so viel Schaden, weil es hier 3 Stück gibt. Überlebt hat, ey. Erst den Crit, weißt du? Spring! Ich brauche unbedingt ein Langschwert oder sowas. Irgendwas Großes. Die Reichweite von dem Schwert, was ich jetzt gerade habe, ist nicht so atemberaubend. Ein längeres Schwert, 2-Händer oder irgendwas, oder eine helle Bade, irgendwas Langes. Können wir mal speichern. Wir haben bald wieder ein Level up. Schon wieder bei 70% ungefähr. Nice. Zweihandaxt. Oh, die sind alle so klein. Auch nur so klein. Der ist ein bisschen länger, aber den hält er nicht unten, sondern oben fest. Ah, ich brauche einen Zweihänder. Amulett, der was? Intelligenz. Oh, Amulett des Schutzes. Plus 5 schon. Oh, nice. Nochmal um 3 Punkte verbessert. Ist jetzt eigentlich nur Pfeile oder so irgendwas Schönes rausgefallen? Ich dachte... Ja, das Aufflamms. Nice. Nee, ich brauche sowas wie ein Langschwert, Zweihänder, irgendwie was. Andere Waffen sind einfach zu klein. Keine Reichweite. Nochmal speichern und kurz zurück. Weil da haben wir ja noch ein bisschen was vergessen, ne? Ich finde ja noch was Schönes. 34 sind wir schon. Hey, wer bist du denn? Hab gleich 2 von euch. Reicht, wenn einer mitkommt, ne? Ja. reicht, wenn einer mitkommt. So. Schaden hielt sich in Grenzen, war okay. Ja, nur Plattenpanzer, ne? Aber wir haben doch Ritterstiefel. Kopf ab, Alter. Kettenpanzerstiefel. Nehmen wir es mal mit. Gut. Jetzt sind wir soweit durch hier. Wir waren jetzt überall. Haben alles gecheckt. Gut aus. Da braucht er fast kein Mana mehr. So viel Mana auf einmal? Am Anfang konntest du das Ding kaum benutzen, willst du? Nach 2 Mal war dein Mana schon alle und jetzt kann ich es hier 20 Mal hintereinander benutzen. Oh, wer bist du denn? Ihr wagt es, hier einzudringen? Das ist das Land meines Volkes. Seth herrscht hier. Eure Herrschaft ist zu Ende, Seth. Ich bin hierher gekommen, um euch und die Stämme der Echsenmenschen aufzuhalten. Ich werde einen Speer durch euer Herz bohren und euer Blut aus eurem Schädel trinken. Eure Knochen soll der Turm haben. Alter, hat der echt so eine Leatherface? Um seine Kette? Nicht schlecht. Wir werden ja sehen, wer heute stirbt. Waren auf jeden Fall gut dabei. Ihr wagt ich. Eisphysik oder was? Wieder voll. Okay. Und nochmal Ausdauer. Ja, okay, komm, nochmal Ausdauer. Wie viel können wir jetzt mitnehmen? 285. Ja, dadurch, dass wir auch so eine schwere Rüstung haben, ne? Verrottenden Sumpf betreten. Das hat er regiert, den verrotteten Sumpf. Noch nee. Wieder irgendwelche Zombies. Zu stinken, okay. Konzentrierte Heiltränke kriegen wir jetzt endlich. Ich brauche Zeit. Bin mich ohnehin schon wie ein Packesel. Wenn du alles mitnimmst, dann kann ich doch nichts. Ihr seid stark. Zest tot. Und Stämme ohne Anführer, ihr Rückgrat gebrochen. Jetzt zerstreuen sich Stämme wie Vögel. Jetzt ist der Weg zum Turm frei. Aber es gibt kein Tor im Turm. Es reicht nicht, wenn ihr Turm erreicht. Ihr müsst in den Turm. Wie kann ich in den Onyx-Turm gelangen, wenn es doch keinen Eingang gibt? Slyvas kennt den Sumpf. Hört die Strömungen, hört das tosende Wasser. Das Wasser kommt von einem heiligen Ort. Einem Ort der Macht, dem sinkenden Tempel. Ihr müsst zuerst den verrotteten Sumpf durchqueren. Im Tempel gibt es vielleicht einen Weg in den Turm, die Wassertreppe. Was ist der sinkende Tempel? Das Wasser im Moor. Das Wasser, das das Land der Menschen ertränkt hat. Es kommt aus dem sinkenden Tempel. Ein dunkler Ort. Ein Ort der Macht. Wasser strömt aus dem Innern der Erde, fällt die Wassertreppe empor und verwandelt die Erde zu Schlamm. Wie kann es sein, dass von dort so viel Wasser kommt? Wasser kommt aus zweiter Welt, wo alles Wasser ist. Wo selbst Luft und Erde Wasser ist. Durch eine Tür kommt das Wasser aus der Erde. Und ergießt sich über das Land, ertränkt alle. Menschen sterben. Große Kluft im Land. Wasser schießt empor. Land bleibt unter Wasser und die Nebel kommen dorthin. Sehr gefährlicher Ort. Okay. Erzähl mir nochmal vom verrotteten Sumpf. Erstmal verkaufen. Die wiegen sogar nur 4. Könnte man echt überlegen, mal die zu nehmen. Dadurch habe ich ein Gewicht von 2. Boni. Aber nö. Ich bleib bei der einheitlichen Rüstung. Also für die Axt bräuchte ich noch ein bisschen was. Aber es hat auch wieder nur so ein kleines Ding, ne? Ist hier kein Zweihandschwert? Ja, also wenn ich mich... Ich weiß nicht, ob ich die helle Party der Schnelligkeit nehmen würde. Erstens wiegt die super viel. Und ich weiß also nicht, wie schnell die ist. Ich meine, wenn die dann doppelt so schnell ist wie das Blitzinfernus, dann macht die natürlich doppelt so viel Schaden, ist ja klar. Warte mal, ich guck mal kurz im Internet. Baldur's Gate, Dark Alliance, Speed, Weapons.